Hallo alle zusammen. Der Labrador Lucky hat kein schönes Leben. Alle Besitzer, bei denen er lebte, vernachlässigten ihn, zeigten wenig Interesse an ihm und kümmerten sich nicht um ihn. Niemand schenkte ihm die Aufmerksamkeit, die er verdient hatte. Geboren wurde Lucky in einem organisierten Hundezuchtverein. Leider hat er jedoch nie jemanden gefunden, der ihn wirklich haben wollte. Der simple Grund dafür: Lucky hat eine Missbildung im Gesicht. Lucky wechselte schon als Welpe immer wieder den Besitzer. Er hatte niemals ein stabiles Zuhause und niemals die Chance zu zeigen, wer er wirklich ist. Stattdessen wurde er oftmals von einem Besitzer zum nächsten weitergereicht, weil niemand ihn haben wollte. Über die Jahre hatte Lucky viele verschiedene Besitzer, aber keiner von ihnen kümmerte sich angemessen um Lucky und seine Bedürfnisse. Zuletzt lebte er bei einer Familie in Austin in Texas. Die Familie in Texas vernachlässigte Lucky ebenfalls sehr stark. Da Lucky sich nicht gut mit den Katzen der Familie verstand, durfte er das Haus nicht betreten. Er blieb Tag und Nacht draußen. Schlimmer noch, Lucky wurde im Garten an einen Baum gekettet, damit er den Katzen nicht zu nahe kam. Er wurde kaum gefüttert und hatte keinen gemütlichen Platz zum Schlafen. Als die Familie beschloss, umzuziehen, gab sie Lucky kurzerhand ins Tierheim. Den Mitarbeitern des Tierheims gelang es zunächst nicht, ein neues Heim für Lucky zu finden. Da hatte eine Tierpflegerin die entscheidende Idee. Sie postete ein Foto von Lucky in den sozialen Medien. Dadurch veränderte sich Luckys Leben von einem auf den anderen Tag. Durch den Post wurde die Amerikanerin Jamie Hult auf Lucky aufmerksam und nahm ihn zu sich. Jamie kümmerte sich aufopferungsvoll um den extrem vernachlässigten Hund. Dass er Würmer und Flöhe hatte, war ihr dabei egal. Im Gegenteil, Luckys trauriger Zustand spornte die junge Frau nur noch mehr an, sich um ihn zu kümmern und ihn liebevoll zu pflegen. Er hätte es fast nicht geschafft, er wurde eine Woche lang künstlich beatmet. Ich habe am Ende über 6000 Euro für seine Behandlung ausgegeben. Aber es war mir egal, für diesen Hund hätte ich alles bezahlt, sagte Jamie. Sie nahm alles auf sich, um Lucky zu retten. Mit der Hilfe der Tierärzte und ihrer hingebungsvollen Geduld und Pflege hat Lucky es schließlich geschafft. Heute geht es ihm sehr gut. Jamie gab Lucky nach seiner erfolgreichen Genesung sogar einen neuen Namen: Botox. Zum einen sieht er aus, als würde er Botox brauchen, lacht Jamie. Zum anderen hat er mich schon so viel Geld gekostet, dass ich mir kein Botox mehr leisten kann. Botox hat mittlerweile einen älteren Bruder bekommen, einen Golden Retriever. Die beiden verstehen sich prächtig und genießen ihr Leben jeden Tag. Ein Happy End für Botox bzw. Lucky. Es bleibt nur noch zu wünschen, dass es noch mehr Menschen wie Jamie gibt, die ein echtes Herz für Tiere haben und denen ihr Aussehen egal ist. Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Und um nie wieder neue Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.